Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rocket League. Mit Diesnatz. Hallo. Yogisnatz. Inge. Und so Yogi weiter. Snatz, Alter. Yogisnatz. Ach ja, und ich habe mich Fummelpuppe genannt. Ja, ist egal, du bist jetzt die Formelpuppe fertig. Warum mache ich heute eine hier Anmoderation? Ganz einfach. Der neue Patch ist draußen. Neo Tokyo. Und ich wollte gerne mal eine Special-Folge draus machen. Die lade ich dann auch direkt hoch, ne? Um euch zu zeigen, was das Update so alles hat. Fangen wir mit dem Showroom an. Das finde ich nämlich richtig geil. Da kann man sich die ganzen Autos alles schön angucken und so weiter. Und man kann sie dann auch direkt kaufen. Ich finde das Man muss sagen, dass alle Sachen, die man kauflich erwerben kann, sozusagen, werden hier gezeigt. Weil Genau. nicht alle Autos, sondern halt alles, was käuflich Genau. erwerbbar ist. Genau, so ist das. Ich finde das sogar richtig geil, weil vorher konnte man sich die Autos nicht so direkt angucken. Man hat zwar immer einen Trailer gehabt und so weiter. Aber man konnte nicht sehen, was haben die für Aufkleber und weiß was ich nicht alles. Das kann man jetzt hier alles nachgucken. Und wenn es einem gefällt, kann man direkt dann. Ich denke mal, hier ist dann der Kauf. Ah ne, hier unten ist der Kaufbutton dann. Aber ob das über Steam jetzt oder so läuft, das wissen wir nicht, ne? Da, oder weißt du das? Ja, dürfte eigentlich über Steam laufen, weil. Naja, weil das Spiel geht ja auch so, ne? Also man Ja, kann ja da. auch da kaufen, denke ich. Ich Wer weiß. weiß. Ja, ich weiß leider nicht, wie das funktioniert. Wir haben leider schon alle Sachen, deswegen können wir nicht testen. Ja, es sollten eigentlich noch vier Autos hier drin erscheinen, aber ich glaube, also vier neue Autos, die jetzt erstmal nur für die. War das für die Also Collector's die Edition? Collector's Edition, also für Genau. die DVD kaufen, ne? Also die Genau. CD sozusagen. Genau, die bekommen jetzt erstmal vier neue Autos. Wir, die keine Collector's Edition haben, müssen leider bis zum 18. Juli warten, bis wir dann die Aber die neuen. kaufen wir natürlich sofort. Ja, na klar. Und die stellen wir dann auch hier vor. Oh. Ja, und ich denke mal, ich weiß nicht, wie das ist. Ich glaube, die neuen Autos sind noch nicht da. Also noch nicht zu haben, also auch nicht für die Collector's Edition Leute, weil ich meine gelesen zu haben, dass die dann auch hier im Showroom eigentlich sichtbar sein sollten, dass man sie sich wenigstens schon mal angucken konnte kann. Das, naja, abwarten. Ja, da müssen wir abwarten. Ist ja auch ziemlich verwirrend gemacht von den Rocket League-Machern. Die Ankündigung und so weiter. Ja, muss man auch sagen, fand ich auch nicht wirklich sehr gut gemacht. Also man wusste nicht, ob jetzt zwei schon mit drin sind und zwei später kommen, ob alle später kommen oder bla. Also das Ja. war nicht ganz ersichtlich, fand ich. Genau, das Video schalte ich jetzt nicht an, weil ich weiß nicht, wie das mit den Rechten ist. Ja, das Update, neben den Schuhen, der jetzt eingeführt wurde, wurden auch zahlreiche neue Items eingeführt und auch jetzt ein Item-Tauschsystem. Hähnchen hat hier jetzt gerade eine Lackierung, die ich nicht habe. Die hat er durch dieses Tauschsystem bekommen. Es funktioniert folgendermaßen, und zwar tut man fünf Items nehmen, die man halt bekommen hat, und die tut man dann einfach tauschen, tut man auf tauschen, und dann kriegt man random irgendeine Sache. Also ich habe jetzt zum Beispiel das hier bekommen für den Octane, und dann habe ich noch für einen anderen Wagen habe ich noch was bekommen, das kann ich auch zeigen. Für den Dominus habe ich das hier bekommen. Kannst du gleich mal kurz drin behalten, weil wir sehen das gerade nicht. Nee, echt nicht. Wieso nicht? Weil ich gerade im Tauschmenü bin. Ach du Assi! Ja, weil ich Naja. ich Ja, zeig das okay. ja halt, während du das halt erklärst. Ja, wie gesagt, da kriegt man halt, das ist halt irgendwie, soll wohl später auch noch irgendwie so kommen, dass man dann mit Personen tauschen kann. Das wäre natürlich mega geil.
Aber im Moment ist es so, dass man halt 5 gegen 1 tauscht sozusagen. Man hat leider keine Auswahlmöglichkeiten, was man bekommt, weil... Alter, was ist das denn? Wo hast du die denn her? Geil, ja, gerade getauscht. Was? Die Lackierung sieht aber auch geil aus. Ich finde das geil, dass da auch jetzt neue Lackierungen bei sind. Ich habe 3-mal das gleiche gekriegt. Den Scheiß habe ich 3-mal gekriegt. Ernsthaft? Also das ist der Wahnsinn. 4-mal getauscht insgesamt, 3-mal das. Also ne, das ist jetzt die, hast du das, zeigst du es jetzt? Ja. Das ist jetzt halt die für den Dominos, die ich gekriegt habe. Sieht auch echt mega aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, sieht auf jeden Fall geil aus. Schon cool, aber deine Brille, Alter, ich will deine Brille. Die ist geil. Ich tausche noch mehr. So noch mal. Was ich geiler gefunden hätte, wenn man halt sich noch aussuchen könnte, was man dann eintauscht. Ja, weil das wäre der Hammer. Man tauscht nämlich ganze 5 Sachen ein. Gegen irgendwas, die was man gar nicht, ja, ab und an mal bekommt und ja. Schon hart. Ich werde jetzt gerade überlegen, ob ich nochmal was eintausche. Sachen, die ich nicht so mag. Warte mal. Ja, Kochmütze brauche ich nicht. Ich werde mal kurz auch nochmal ein paar Sachen ein. Das Einhorn, den Donut finde ich scheiße. Regenbogen, so. Den Stiefel finde ich kacke. Hä, wieso? Ja, den geil. Meine. Jetzt habe ich den Robo-Wieso wiederbekommen. So, den Doktorhut finde ich auch nicht so cool. Dann tausche ich nochmal. Was? Die ausgewählten Items werden gegen ein neues Item von höherer Qualität ausgetauscht, ja. Das habe ich gekriegt. Alter, ist das euer Ernst, ey? Hast du es nochmal bekommen? Ich habe schon wieder was Neues. Also, das gibt's doch nicht, ey. Das ist doch eine Frechheit, ey. Komm, jetzt habe ich 5-mal getauscht und nur 2 verschiedene Sachen gekriegt. Das ist ja schlimmer als ein Tumor. Ich hab 2-mal getauscht und hab nur eine Sache bekommen. Ja, aber ich 5-mal und nur 2 Sachen insgesamt. So, für den Octane habe ich jetzt ein neues Dings bekommen. Heißt das Rennfahrer? Ja. Ja, das habe ich auch. Ach, ist das, was du... Scheiß mal aufs Papierschiff. Vorhin Kakerlake, wie weit? Ja, genau. Ah, okay. Disco-Kugel brauche ich auch nicht und die scheiß Geburtstagstorte auch nicht so. Alter, wie, ich krieg wieder irgendwie so ein Scheiß das gleiche. Oh, ich habe was anderes gekriegt! Nein! Was? Was denn? Ey, warte mal, das sieht cool aus. Für einen Break... Wie heißt der Breakout-Wagen? Wo ist er da? Habe ich... das hier gekriegt! Oh, geile Pizza! Alter, Pizza, Hotdog und Donuts! Alter, das ist geil! Bestes Teil ever. Ja, das ist echt geil. Hammer. Cool. Yum. Dafür habe ich jetzt aber richtig viel abgegeben, ey. Oh Mann. Was soll's, ehrlich, ich kriege alles wieder mit Glück. Ja, eben. Und noch was Gesundes drauf, fertig. Ach, den hast du jetzt auch? Ja. Cool. Ich will deine Brille haben, die ist so überkrass, ey. Ja, ich stehe ja so auf diese Coolman-Brille mäßig. Ich lasse die jetzt auch erstmal drauf. Ja, wollen wir sonst mal die Arena jetzt vielleicht zeigen, oder? Ja, einen Augenblick. Ich glaube, irgendwas gab es noch zu zeigen. Garage, Auto, passen nochmal. Neue Sachen sind, glaube ich, nicht dazu gekommen, also nicht wirklich. Ich glaube schon. Also, ja, ich glaube, die muss man freischalten noch. Ja, ich glaube von Dying Light oder sowas ist dazu gekommen. Ja, stimmt, genau. Muss man aber freischalten, das haben wir jetzt noch nicht, aber vielleicht kriegen wir es ja, kriegt man ja auch bei Freundschaftsspielen, wenn ich da meine. Deswegen. Was zur Hölle hast du denn da? Ja, das ist Flagge von Age of Space, weil ich immer auf Doppelklick mache, das ist voll doof. Ach, ich auch, ey, das gibt's doch nicht. Und schon wieder. Jetzt habe ich den gleichen Scheiß gemacht. Deutschlandfahne habe ich hinten drauf, ne? Ja. Deutschlandfahne, weil, EM, ne? Damit ihr es wisst. Genau. So, ja, dann, warte, man muss auf Freundschaft spielen. Denn auf. Ach ja, genau, es gibt jetzt auch, von der letzten Saison, gibt's jetzt auch, neue, ja, wie heißen die jetzt? Raketenspuren. Ja, stimmt, da habe ich auch einen gekriegt. Genau, ich auch. Und bei mir sieht die so aus. Season 2 Prospect. Wir haben nicht viel gezockt, deswegen haben wir nur das. Ich finde, das sieht aber echt geil aus.
Mutator-Einstellung. Gibt es da eigentlich auch neue? Ach ja, genau, da gibt es noch zwei neue, die man freischalten kann, genau. Lass einfach mal alle auf Standard, Standard, Respawn-Zeit, Standard und so, ne? Und ja, du das Match mal stellen und dann kommst du ja, glaube ich, automatisch mit, ne? Ja. Beim Freundschaftsspiel. So, Neo Tokyo habe ich. Genau. Und 2 gegen 2 mache ich mal, ne? Genau. Eigentlich gibt es nicht so viel zu berichten im Prinzip. Es ist zwar bis auf jetzt noch die Arena zeigen, ja, mal, ne? Es ist zwar ein Riesen-Update, fast ein Gigabyte groß. So, bist du mit drin? Ja, ne? Nee. Hä? Nee, ich bin gerade nirgendwo drin. Du musst online spielen und ein privates Match erstellen. Ach du. Ich frag dich noch, weißt du. Unfassbar, ja, Alter, so hörst du mir zu. Sorry, so, ich online suchen, was... privates Match erstellen da. Irgendwo. Auto anpassen? Was? Irgendwo habe ich. Werden mir Sachen angezeigt. Region, ja. Mittlerer Osten, Europa, Alter. Betretbar nur Party, genau. Mutator einstellt, alles gut. Das mache ich jetzt nicht. Ja. Ja. Also im Prinzip, es ist ein. Für das, was die angekündigt haben, eigentlich ein recht überraschend kleines Update. Oh, mein Gamepad mal in die Hand. Jetzt bist du drin, ne? Ja. Ja, gut. Wollen wir blau sein? Ja. Es war ein überraschend kleines Update, aber ich bin super zufrieden damit, weil es ist ja ist für schön, ne? Rocket League-Verhältnisse. Oh, geil. Alter, warum bin ich so langsam? Achso. Hä? Achso, Alter. Geil, auch ach, mit der japanischen Map. Stimme. Ja, oh, das ist die Map. Scheiße, die Map. Na toll, ich hasse diese Map. Die spielen wir aber jetzt trotzdem. Ja, ja, klar. Ich finde es mit der japanischen Stimme im Hintergrund geil, wenn ein Tor geschossen wird und dieses, ja. Wenn angezählt wird. Hier sind 3 Turbo genau hier auf meinem Weg, Alter. Ja. Alter, ach, ich hasse diese Map. Ah, guck mal, da wird jetzt auch angezeigt. Zumindest. Oh. Alter, was ist dein Ernst, mein Junge? Das ist jetzt peinlich. Ja, aber die Map, das ist, ich finde die, das ist leider echt anstrengend. Schade drum eigentlich. Ja, Alter, ich find, das ist so ein sauberes. Ich finde, die hätten da auch eine ganz normale Arena machen können. Bloß mit halt, wie heißt das hier, ja, Japan-Scheiß, ne? Ja, ich, find ich also, glaube aber, sowas ist auch mit angebaut worden. Ne, ich glaube nicht, also ich habe da bis jetzt noch nichts gesehen. Ich habe irgendwas gelesen mit der normalen Liste. Mit der Standardliste. Oh, scheiße. Ja, weil die Map passe ich echt über alles, ey. Das ist so anstrengend, da unten ranzukommen. Ja, es. Ich finde die eigentlich ganz okay. Ach, da ist der neue. Ja, also. Raketenspur ist jetzt nicht irgendwie so, jetzt, als wenn sie so. Aber schon cool. Ach, ich hab den EP-Chat wieder. Ah. Was kannst du eigentlich, mein Junge? Was kann. Ich glaub gar nichts, ne? Mann, ich sag kann ja, ich Alter, gar nichts. Oh, nee. Ach nee, ich hab Blubberblasen, warum das denn? Egal. Ich muss mal eben kurz. So, Schnauze, Christo. Ich hab die Blubberblasen. Also. Ich freue mich auf jeden Fall auf die neuen Autos. Ja, das muss ich auch sagen, weil wie gesagt, also ich mag dieses Tokyo ist cool. Also dieses. Style, sag ich jetzt mal. Mhm. Aber ich mag halt die Arena absolut gar nicht. Ja, die Arena vom. Ich hätte. Ich hoffe. Aber es ist halt Rocket Labs, ne? Ja. Yeah. So. Alter, aber wie gut sind die Scheißbots? Ich hab die auf Profi gestellt. Ja, die sind gut. Macht aber auch nichts. Ja, von der Minute 4 zu 1, was denn los? Reicht ja zum Zeigen. Ja, ja. Ich würde aber gerne mal die Arena mal so zeigen. Auch ich habe sie dann Hintergrund. Kenn ich jetzt mal endlich. Sieht auf jeden Fall geil aus. Bobs Rahmen. Aha. Alter. Ja, das hat auf jeden Fall schon was. Alter. Auch diese LEDs an hier an der Wand finde ich mega geil.
Das sieht alles cool aus. Ist super geil gemacht, muss ich sagen. Eines der geilsten, optisch geilsten aussehendsten. Optisch sieht es echt krank aus, ja. Boah. Aber ich bin der Meinung, die gibt's auch. Müssen wir gleich nochmal gucken, vielleicht. Ne, da stand auf jeden Fall. Auf jeden Fall Rocket Labs, dass das eine Rocket Labs. Ich habe aber auch. Alter! Macht nix. Ich habe aber auch gelesen, dass sie auch für die normale. Alter, wo Dings. Selbst die Bots kommen damit nicht zurecht. Oh, Entschuldigung. Ach, wieso entschuldige ich mich? Oho. Und abgewehrt. Nein, nee, doch nicht. Schimmelpüpe. Die ist mega, die Map. Oh, ja, Spiegelung. Okay, Alter, mega krass. Geil. Schon cool. Son, nee, ich. Mega. Hascha, hascha mal. Mir kommt auch die Stimme irgendwie bekannt vor. Ist bestimmt von so einem das kann ich sehr alles. Bekannten. Hört sich so ein bisschen nach deiner Mama an, deswegen also für mich. Ja, ein bisschen. Von der Stimmlage her passt das. Ja, deswegen. Wollen wir uns mal konzentrieren? Was heißt konzentrieren? Das läuft schon nicht. Ich mag die mehr, also diese Sprengen da an der Map, das ist kacke am Ende, das ist. Ja, es ist gewöhnungsbedürftig. Man kann sich nicht so entfalten, wie man will, das ist das Problem. Dafür ist sie halt super gemacht. Oh. Yay! Aber angestellt, noch eingekriegt. Mhm. Alter, mein Skin finde ich ja mal geil mit dem Pizza. Schade, dass das nicht für jede Karre ist. Ja. Nur für den, ey, weil den selber mag ich, ist nicht mein Lieblingsauto, sag mal jetzt. Ja. Das wäre der Hammer gewesen, ey. Das hätte ich richtig gefeiert, wenn das für jede Karre gewesen wäre. Ja. Ach. Boah, alter Spiegel. Hat die den selber reingemacht? Nee, boah, ich bin. Mal gucken. Es sah so aus, als wäre ich da vielleicht noch ein bisschen rangekommen. Ja, du bist auch nochmal kurz rangekommen. Ja, da, ja, schöne Vorlage von dem Level. Yay. Yeah. Oh, du, was zur Hölle, diese was schräge Bauform. Die schräge Bauform, Alter. Da war nichts Schräges, du Noob. Doch, guck mal, wer da rüber geflogen ist auf meine Kamera. Da ist nichts Schräges, du Noob! Guck mal, das Auto ist schräg, siehst du das nicht? Deswegen, Alter, ist das fies. Mit dem anderen, also mit so einem Bulli zum Beispiel, mit dem hätte ich den nicht so gekriegt. Was will ich damit sagen? Heftige. Der war eklig. Boah, Alter, Clash. Clash of Clans? Clash of Clans. Sag ich doch. Clash of deine Mutter. Oh. Was da mit dem Bastard hier? Na, auch du Kacke, Bing. Alter, was hat der gehabt? Schade. Oh. Alter, was zur Hölle war das denn? Alter! Nein, ich hab kein Turbo, das wäre ja geil gewesen. Ich hätte den eventuell kriegen können. Hätte ihn vielleicht reingeprügelt. Nein! Aber auch geil, habe ich was Ungesundes und was extremst Gesundes auf meinem Auto, weißt du? Ja. Obst und Pizza, liebe ich sehr. Bring mir bitte einen Döner her. Ach Mann! Was? Schade, dass ich kein Japanisch kann. Ich liebe die Sprache, aber ich. Du bist halt ein Noob. Ah, schade. Los, einmal noch antippen. Ach, Mist. Was fummelst du denn da dran vorbei, ey? Glaube ich nicht. Was fummelst du mich voll? Ich heiß doch Fummelpuppe. Ich muss doch fummeln. Oh, scheiße. Ah! Davy kam der denn? Das ist. Der ist mir einfach zu flach, der Wagen. Hier, ehrlich, der ist da genau rübergerollt. Was ist die Scheiße, Alter?
Rechner. Achso. Beide stehen sie da, wer schnappt ihn? Ach, scheiße. Ach, Mensch. Ja, ich... Nein! Wieso bin ich... Nein! Wenigstens noch mal rangekommen. Oh, oh. Oh. Der geht rein. Nö, geht nicht. Juri, bester Spieler. Ah, ja, genau, super. Das kann man jetzt auch machen. Ausnahmetalent? Hä? Was? Okay, guck mal, da steht Ausnahmetalent. Ah, geil. Torschütze. Antenne, gewöhnlich. Was ist das denn für eine Antenne? Eine Dying Light Antenne, ach was. Geil. So eine Wei... Damn, ich leg sie einfach mal an, auch wenn wir ja hier eigentlich Deutschland sind, aber... Match-Einstellung. Neo Tokyo, bla, okay, zurück. Bereit. Da kommt jetzt noch was, oder? Oder was wie? Kommt? Oder, nee, nochmal Neo Tokyo jetzt. Ach so, ja, es gibt noch, es gibt noch andere Maps. Was? Es gibt noch diese Pillar-Map. Ach so, dann muss ich verlassen. Warte mal kurz. Muss ich das anders einstellen? Ja, müssen wir. Online privates Match. Pillar heißt die. Ja. Utopia. Match so. Nee, Quatsch. Unterführung. Utopia. Ach, ich kann auch nichts. Ach, ich kann ja gar nichts machen gerade. Säulen, DFH. Manfield. Manfield. Back of Part. Einöde. Neo Tokyo. Nee, da ist keine neue. Ich geh nochmal raus. Vielleicht bei Schneefall? Nee. Ich bin nochmal kurz aus der. So, nee, Körbe, schneefrei ist es auch nicht. Bleifußball? Was? Ja, Bleifußball ist der Ball. Wieso kann ich nur Körbe, schneefrei und Bleifußball? Ja, weil Bleifußball der Ball ist. Achso. Gibt ja nur drei Modis. Neo Tokyo, Utopia Dämmerung, Urban Central Nacht. Nee, gibt nichts Neues. Die Säulen haben wir noch nie gehabt, ja. Ja, die Säulen, das ist. Achso, ja, die waren doch, die sind doch schon länger da. Nein. Doch, die sind schon länger da. Nein. Das die sind auch mit reingekommen in den Update. Ja, eigentlich mit denen. Doch. Quatsch. Doch. Der Maul. Die sind. Ach, du Pimmelberger, wollen wir einladen. Da. Naja, also, wenn du das sagst. Ja, die sind. Dings gelesen, die Patch Notes. Und ich glaube, die hier Neo Tokyo Map ist tatsächlich auch in die normale Spieleliste reingekommen, glaube ich. Weiß ich aber nicht genau. Achtung. Blau. Naja, gucken wir uns diese Map noch. Alter, was ist das? Ach ja, blau. Was ist denn das? Aber nice Karte. Hä? Alter, ist die klein! Oh ja, die ist richtig klein. Ach du. Überfällt. Macht der ein Eigentor, das ich. Cool. Verrückt sie. Habe ich die auf dem nicht gestellt, die wenn die AIs ist? Keine Ahnung, was das jetzt auch nicht. Ach, du startest von da, das ist ja eklig. Hilfe! Ach du Kacke, ach du Kacke. Yay, Fallrückzieher-Tor! Das muss erstmal bringen. Aber ich finde das ein bisschen... schade, dass... ich weiß nicht, ich hätte gerne auch ein paar neue Karten für schneefrei. Ja, oder halt normale Karten. Das sollten sie vielleicht mal reinbringen und nicht diesen scheiß Rocket Labs Modus hier. Ja, also, Rocket Labs ist sehr interessant, aber man kann es auch übertreiben. Ja, es ist ein bisschen hart, Alter. Also 5 Maps für Rocket Labs und eine nur für schneefrei. Mhm. Ja, das stimmt. Tut nicht Not. Und schneefrei ist ja halt auch ein sehr beliebter Modus. Also, naja, irgendwie nicht mehr so leider, ne? Das ist das Ding. Das ist ja so, wenn man so die Zahlen sieht, ja, wir, Alter, das ist so, wir spielen das sehr gerne, aber wenn man sich die Zahlen anguckt, die Map ist aber doch ganz recht groß. Ja, weil die geht an der Seite. Was? Ich wollte ihn schon rein dunken, Alter. Dunken? Ja, dunki dunki dum. Nein! Da habe ich aber einen weggepfeffert.
Ja, sauber. Oh, oh. Oh, die Map gefällt mir. Ja, die das ist Problem geil. Ist halt leider bei Rocket Labs, dass immer abwechselnd ist. Oder besser gesagt, nicht abwechselnd, sondern wie heißt das hier? Ja, Zufall. Ja, genau. Und wenn wir da dreimal hintereinander eine spielen, die wir nicht mögen, dann hat man irgendwann keine Lust mehr. Weißt du? Das ist das Problem, ja. Ne? Finde ich so irgendwie. Und es weil die halt ist geil, Alter. Aber richtig. Was mache ich da? Alter, was? Die bockt mich richtig an, ne? Ja. Mich auch. Sag mir nicht mal das. Du Sack. Habe ich dir geklaut, aber der musste jetzt einfach sein. So verlockt. Die Map ist auf jeden Fall cool. Die ist richtig witzig, da muss ich einfach mal echt mal sagen. Mhm. Ach du Kacke, Klatsch. Alter, was soll das? Digga, das ganze Zimmer riecht nach Frikadellen, Alter. Sehr gut. Oh, schade, dass man sich nicht aussuchen kann, welche Map, weil dann würde ich die nur noch spielen, so ein Model. Also die, auf die flash ich gerade richtig habe. Mhm. Alter, Klatsch. Ganze Zeit hänge ich gerade jetzt, wo ich da nicht hängen soll, hänge ich da nicht. So, mach mal eine schöne Vorlage. So? Oh, schade. Wen habe ich da denn weggeklatscht, Alter? Die Map ist mega. Klein Breakdance aufgelegt. Oh, Alter. Schade. Alter, diese Raketenspur, die neue ist auch geil. Nein! Ah! Hilfe! Alter. Was? Ich habe gar nichts gemacht. Ich habe dich reingeboxt. Nein. Ich bin reingesprungen. Achso. Sah so aus, als wenn ich dich getroffen habe, statt dem... Ja, sah wirklich so. Ich bin... Hilfe. Ja, wenn du von da gekommen wärst, wäre die schön gewesen. Ja. Ich bin schon wieder nur am Blasen hier, es ist unfassbar. Alter. Na, jetzt haben wir euch die wenigstens mal gezeigt, hier die Maps und so. Ja. Alter. Ich denke mal aber, das wird auch mit dieser Folge dabei bleiben, mit diesen Maps, weil wir sind einfach keine Beispiele, also wir sind wir sind einfach keine Spieler, die Rocket Labs mögen und... Aber für die, die das interessiert, haben wir jetzt einfach... Genau. Ernsthaft? Glaubst du mir das? Mitten in der Aufnahme, warte kurz. Geht. Ja. Hui. Ernsthaft, ey. Immer mitten in der Aufnahme, das ist so... Er muss noch viel lernen. Autsch. Naja, mach ich das eben alles selber. Hilfe! 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 Hattrick! Hattrick mit Patrick! Oh Gott. Jetzt hört man ihn auch noch. Ich hoffe... Hui! Ja, jetzt kommt er. Spielt's alleine besser als mit mir, wa? Klar. Jetzt noch eine kleine Vorlage. Ach, Alter. Ah! Vorlage! Bin auch schon rüber, aber ich glaube, habe ich vergessen, ist von Anfang an nicht auf Profi gestellt oder? Weil das können ja keine Profi sein. Nee, ich glaube, das ist noch nicht. Weil dann ist es nicht automatisch auf Profi gestellt. Spiel ich gegen Anfänger, auch nicht schlecht. Oh, Alter, guck mal, das ist, weil der so flach ist, der Scheißwagen. Deswegen bin ich da gerade direkt.
genau angeschossen, ich fass es nicht. Was für eine Power. Ach ja, genau. Jetzt, ja, jetzt wurde es... Ne? Genau, das habe ich noch gar nicht erklärt. Das mache ich auch gleich noch. Aber wo sind die? Die musst du einstellen. Komplimente? Nee, du musst sie einstellen. Achso, es gibt ja brauche Boost, ey. Ja, genau, auch zum Beispiel. Zum, man kann das auch jetzt so, bitte was? Was denn? So. Goy, wo hast du den denn her? Ich hab das eingestellt. Echt? Wie kann man das einstellen? Oh, muss ich mir gleich mal zeigen. In den Optionen. Ja, man muss das Heilige mal kriegen. Das machen wir gleich mal. Das. Oh, Alter, Hilfe! Das habe ich schon gestern eingestellt, als das Update kam. Habe ich schon mal gemacht, damit ich das jetzt nicht in... Gewinner! Ne? So, geil. So. Neun, ich kann nicht springen. Achso. Jehe. Ausnahmetalent. Oh. Gewöhnlich, also Raketenspur. Ich habe ja schon eine Antenne gekriegt. So, aber ja, dann gehe ich mal in den Optionen. Und wo kann man das da einstellen? Achso, ja. Ach, beim Chat, ne, ja. Ah, okay, da kann man das. Ich gehe aber in den Hauptmenü zurück, weil sonst beginnt das Spiel von neuem. Das ist ja cool, Alter, man hat ja richtig Auswahl. Option, und dann kann man hier Chat halt alles einstellen, was man so haben will. Ich hab ihn auch kein Mensch, ey. Ja, ja, genau. Ich habe da halt ein bisschen was geändert hier zum Beispiel. Mach ich auch jetzt. Brauche Boost, brauche ich eigentlich gar nicht. Nee, das brauche ich kein Mensch. Randa! Ich mache aber mal, ich verteidige, lasse ich auf jeden Fall mal. Ja, ist jetzt ein bisschen. Ach, das ist für Steam. Ach so, ja gut, das ist... Ja, das ist für Steam, das ist schon praktisch, also finde ich auch ja, gut. Ja. Nach dem Spiel kann... Ach was, guck mal, nach dem Spiel kann man jetzt machen. Kann man, da braucht man nicht mehr Good Game schreiben, also GG, sondern wir... Finde ich auch geil. Gut gespielt, hat Spaß gemacht und was für ein Spiel habe ich da eingestellt. So. Danke und so lasse ich mal. Finde ich klasse, dass sie das so gemacht haben. Das ist geil. Oh Gott, oh Gott. Ja. Gab es noch irgendwas Neues? Ich glaube nicht. Da steht es übrigens. Da in dem Fenster. In das Update. The Pillars Arena drops into the Rocket Labs Playlist. Ja, Rocket Labs. Rocket Labs. Ah, okay. Ja, gut. Dann aber was ist The Pillars? Was ist The Pillars? Ja, das ist das, was wir gerade eben gespielt haben. Echt? Ja. Pillars? Heißt Pillars Säule? Ja. Okay. Auch nicht schlecht. Naja, guck mal, was für eine, wie heißt das, die Antenne ich habe. Ah, das ist doch hier von... Dying Light. Ach, Dying Light, okay. Ich kenne Dying Light leider nicht. Ich leider auch nicht, deswegen. Naja, aber ist Folge zu Ende, oder? Ich mach nochmal ganz kurz was. Landesflaggen. Und ja, stimmt, wir Deutschland, ne? Genau. So. Ja. Haben wir. Ich würde sagen, das war's mit dieser Special-Folge. Ich hoffe, ihr habt einen kleinen Einblick gekriegt, was es so Neues gibt. Genau. Und ja, wir halten euch auf dem Laufenden, ne? Was alles Neues immer kommt. Genau. Nicht wundern, wenn in der nächsten Folge wieder ganz normal das Let's Play weitergeht. Ich habe stark im Voraus aufgenommen, so ein paar hundert Folgen. Und ja, deswegen werden wir morgen in der nächsten Folge wieder in der Vergangenheit sein. Aber mal gucken, wie lange noch. Ne? Also, tschüss!